Willkommen bei Master of Orion. Willkommen, liebe Newbies, liebe Einsteiger, die ihr Master of Orion vielleicht noch gar nicht richtig kennt und zumindest noch gar nicht richtig spielen könnt. Ich kann es ein kleines bisschen spielen. Writing Bull, YouTuber, spezialisiert auf aktuelle PC-Strategiespiele und insbesondere auf Preview-Videos von aktuellen Spielen. Ich habe Master of Orion, als es in der Early Access Phase noch war, also als es noch unfertig war, aber bereits spielbar, intensiv gezeigt in Livestreams, in Preview-Let's Plays und so weiter. Habe jetzt noch anlässlich des Release der fertigen Version von Master of Orion auch noch ein paar Tutorial-Videos rausgehauen. Die gibt es in diesen Tagen parallel hierzu und habe mir gedacht, für diejenigen, die das Spiel noch gar nicht kennen und die eine erste Anleitung brauchen, für die mache ich jetzt ein kleines Crash-Kurs-Video in ungefähr über den Daumen 20 Minuten, ein grober Einstieg in die Welt von Master of Orion. Es ist ein 4X-Strategiespiel im Rundentakt. Man versucht, eine große Galaxie zu besiedeln, Planeten zu besetzen, Kolonien zu errichten, Schiffe zu bauen, Technologie zu betreiben, Diplomatie, Spionage, pipapo, mit dem Ziel, eine der Siegbedingungen zu schaffen. Es gibt einen Mehrspielermodus, den lassen wir weg. Es gibt einen Einzelspielermodus. Wenn wir jetzt klicken würden auf schnelles Spiel, dann würde man reingeworfen werden in einer Partie und man wüsste gar nicht so recht, unter welchen Bedingungen, mit welchem Zufallskartenskript oder mit welcher Fraktion. Wir machen es ein bisschen langsamer, ein bisschen kontrollierter, gehen in neues Spiel rein. Viele verschiedene Rassen, viele verschiedene Völker zur Auswahl, jede mit spezifischen Boni und Mali, die werden rechts angezeigt. Man kann auch auf eigene Rasse klicken und sich aus den verfügbaren Boni und Mali welche zusammenstellen. Die kosten jeweils ein paar Punkte. Boni kosten Pluspunkte und die Mali, die kosten Minuspunkte. Und insgesamt hat man 10 Punkte verfügbar, mehr kann man nicht ausgeben. Man kann also auch Boni und Mali kombinieren. Wir nehmen jetzt zum Beispiel die Menschen, naheliegend irgendwie, und gehen mal eine Runde weiter. Es gibt keine Szenarienkarten, es gibt tatsächlich nur Zufallskarten. Zum Release des Spiels gibt es 3 verschiedene Zufallskartenskripte. Kreisspirale, Haufen, die Sternsysteme auf der Karte in unterschiedlichen Mustern anordnen, jeder spezifische Vor- und Nachteile. Je nachdem, was man gerne mag. Ob man gerne startet, zum Beispiel in einer Spielwelt, wo man relativ defensiv spielen kann, wo es nur wenige Verbindungswege gibt zwischen den Sternsystemen, oder ob man von allen Seiten bedroht werden möchte und andere bedrohen kann, probiert die mal aus und schaut euch die mal an. Verschiedene andere Stellgrößen, schaut euch die auch mal selber in Ruhe an, das meiste ist selbsterklärend. Bei den erweiterten Einstellungen kann man noch die verschiedenen Siegbedingungen aktivieren, deaktivieren. Im Prinzip ganz einfach, es gibt immer einen Eroberungssieg. Das heißt, wenn es eine Fraktion gibt, die wirklich über den letzten Planeten verfügt, über die letzte Kolonie und alle anderen Kolonien, die hat man entweder zerstört oder die besitzt man selber, dann hat man gewonnen. Diese Siegbedingung kann sowohl von der künstlichen Intelligenz, den Computergegnern erfüllt werden, als auch von einem selber. Dazu gibt es noch optionale andere Siegvarianten, die man aktivieren oder deaktivieren kann, wenn die Fraktion, die als erste eine dieser 4 bis 5 Siegvarianten erfüllt hat, hat gewonnen, egal ob der Computer sie anführt oder man selber. Man kann einstellen, gegen welche Computergegner man spielen möchte, ob man alle zufällig ausgelost haben möchte oder nicht und so weiter. Wir starten bei mittlerer Schwierigkeitsstufe. Man kann auch einstellen, dass die KI ein bisschen legal cheaten darf oder dass man selber es etwas einfacher hat. Man kann die Spielgeschwindigkeit einstellen, sodass hier die Produktion auf dem Planeten schneller fertiggestellt ist, die Gebäude oder die Schiffe, oder dass es viel, viel länger dauert und man ein epischeres Spielerlebnis hat. Auf die Plätze, fertig, los! Wir starten eine Partie, im Hintergrund rackert das Programm jetzt. Es ist rundenbasiert, das heißt auch, es ist relativ gemütlich. Ihr könnt selber bestimmen, wie weit ihr, in welchem Tempo ihr voranschreitet. Es gibt keine Uhr im Hintergrund, die runtertackert und die euch irgendwie hetzt. Es ist euer beliebiges persönliches Spieltempo, das ihr anschlagen könnt. Zu Beginn startet ein Film, der erzählt euch ein bisschen über die Rasse, über das Volk, das ihr hier startet, und über dessen Hintergrundgeschichte. Und dann kommt die große Überraschung, wo bin ich gelandet? Der Start ist immer gleich, man startet mit einer kleinen Flotte, bestehend aus einem Kolonieschiff, damit kann man fremde Kolonien bauen auf Planeten, sofern die besiedelbar sind. Man hat 2 Späher in seiner Startflotte, die sind kampfschwach, oder was heißt kampfschwach, mit denen kann man gar nicht kämpfen, und es gibt ein einziges erstes Kriegsschiff, in dem Fall eine kleine Fregatte.
Und man hat eine einzige Welt, einen einzigen Planeten, mit dem man starten kann. Das ist hier im Fall der Menschen tatsächlich Sol 2. Anders formuliert, es ist die Erde höchstpersönlich. Hier startet man und hat 6 Bürger, mit denen man beginnt. Und es gibt 3 Ressourcen. Forschungspunkte, das ist das Blaue. Das Grüne ist Nahrung. Das Braune ist Produktion. Und man kann die Bürger packen und kann die in verschiedene Slots reinziehen. Die Planeten sind unterschiedlich produktiv. Zuerst mal gibt es eine Planetengröße, die ist unterschiedlich. In dem Fall ist unsere Erde mittelgroß. Je größer ein Planet ist, desto mehr Bevölkerung kann der potenziell fassen und desto produktiver kann er werden. Die zweite Stellschraube ist das Biom, also die Atmosphäre oder die Fauna und die Flora hier. Erdähnlich ist relativ gut. Hier fehlt nur noch ein Balken, damit es hier paradiesisch schön wäre. Das dritte sind die Mineralien. Da geht es darum, wie schön die Produktion hier abläuft. Dann gibt es die Gravitation noch, die Schwerkraft. In 3 verschiedenen Einstellungen normal. Dann gibt es noch Planeten, wo die Schwerkraft sehr groß oder sehr niedrig ist. Bestimmte Fraktionen kommen damit klar. Die meisten kommen damit nicht so gut klar und erleiden Mali, wenn sie dort versuchen, den Planeten auszubeuten. Manche haben noch spezielle Merkmale. Das sind so kleine Artefakte beispielsweise oder Goldvorkommen, die einem bestimmte Boni oder Mali geben. Da gibt es hier noch Strukturen, wenn man darauf klickt, werden einem die angezeigt. Auf dem Startplaneten gibt es ein Kapitol, das ist quasi das Hauptstadtgebäude, das liefert einem ein gewisses Startvorkommen bei den verschiedenen Werten. Man startet auf dem Heimatplaneten noch mit einer Sternenbasis, die es einem erlaubt, dort Schiffe, auch große Schiffe zu bauen, sofern man die erforscht hat, und Schiffe reparieren zu lassen. Und Marinekasernen, die erzeugen dort ständig ganz, ganz langsam weitere Verteidigungssoldaten. Mit 4 startet man, bis zu 11 kann ein solcher Planet beherbergen. Und man kann als Bauprojekte sowohl einstellen Gebäude, die dann vor Ort entstehen in den Planeten, auf dem Planeten, als auch Einheiten. Hilfreich ist hier bei Warteschlange anzeigen, ein Häkchen zu setzen. Auf Produktion wählen wird angezeigt, was man im Augenblick alles bauen könnte. Das ist hier zum Start zum Beispiel ein Forschungslabor. In unserem Falle, weil unsere Fraktion da schon bauen kann. Das hängt davon ab, mit welcher Fraktion man gestartet ist. Andere können vielleicht ein Biolabor oder eine Nahrungsfabrik als erstes bauen. Das ist fraktionenspezifisch. Und dann kann man die ersten harmlosen kleinen Schiffchen auch errichten. Die brauchen jeweils eine bestimmte Anzahl von Runden, bis diese Gebäude oder diese Schiffe fertig sind. Ich empfehle zum Start durchaus, einen ersten Speer zu bauen oder eine erste weitere Fregatte. Wäre mein persönlicher Tipp, ist in den meisten Fällen richtig. Auf Baubeginnen klicken, man kann auch Doppelklick machen hier drauf und dann steht das hier drin. Man kann über die Bauschlange auch schon das nächste einstellen, zum Beispiel ein Forschungslabor, Doppelklick drauf und es steht hier. Die Bürger kann man hin und her ziehen, die kleinen Zahlen über ihnen, die zeigen an, wie hoch die Produktion ist in diesen Bereichen. Die ersten beiden Bauern, die wir auf diesem Planeten haben, die produzieren jeweils 4 Nahrung. Eine Nahrung wird jeweils von einem Bürger verbraucht auf diesem Planeten. Der dritte, der produziert schon nur noch 3, also alle hier reinpacken in die Nahrung, dann werden die allmählich immer unproduktiver. Dasselbe gilt auch für die Produktion. Der erste ist am produktivsten, der zweite produziert hier nur 2 Produktionspunkte und so weiter. Welche Zahlenwerte das im Einzelnen sind, hängt vom jeweiligen Planeten ab und kann auch davon abhängen, welche Boni oder Mali die eigene Fraktion, das eigene Volk hat. Die Forschungspunkte dagegen, das sind meistens immer die gleichen. Mein Tipp zu Beginn, spezialisiert euch. Packt erstmal alles, was möglich ist, entweder in den Forschungsbereich oder in den Nahrungsbereich, um einen weiteren Bürger zu erzeugen, oder in den Produktionsbereich. Das heißt, teilt das nicht gleichmäßig auf. Wenn wir zum Beispiel jetzt beschließen würden, wir wollen als erstes möglichst rasch einen weiteren Bürger haben, dann würden wir alles, was wir haben, in die Nahrungsvorkommen stecken. Wenn wir dagegen sagen, wir wollen möglichst bald unseren Speer fertig haben, dann ziehen wir alles hier rüber, was es nur so gibt. Alles können wir allerdings nicht abziehen, weil sonst leiden die Menschen Hunger. Das heißt, da sollte doch ein bisschen hier noch produziert werden. Wir wollen möglichst bald einen dritten Speer haben, packen hier alles rüber und gehen wieder raus. Dann schauen wir uns mal insgesamt an in der Spielwelt, wie überhaupt die Verbindungen sind zwischen den Sternensystemen. Man kann nur über diese Bahnen hier hin und her fliegen, von einem Sternensystem zum nächsten. Die meisten Bahnen sind weiß markiert, das sind Warp-Bahnen, da können wir rüberfliegen. Manchmal, zu Start einer Partie, sind Sternensysteme so unglaublich weit entfernt von unserem Heimatsystem, dass die Bahnen noch rot eingezeichnet sind. Dann braucht man eine bestimmte Technologie, die ungefähr in der mittleren Phase des Spiels freigeschaltet wird, damit man diese sogenannten instabilen Warp-Bahnen auch überwinden kann. Man kann mit allen Einheiten über diese Sternenbahnen fliegen. Das kostet jeweils eine bestimmte Anzahl von Runden. Um
um ein einzelnes Schiff in dieser Flotte zu markieren, klicke ich auf den Späher beispielsweise. Ich kann jetzt einzeln losfliegen, immer Schritt für Schritt. Ich kann ihn auch nehmen und ganz weit schon mal fliegen bis hierhin. Dann seht ihr hier an diesen weißen Punkten, dass der zwei weitere Runden braucht, um hier anzukommen in diesem großen benachbarten Sternensystem. Dann will ich noch mehr hier an Erkundung betreiben. Pack mir noch einen Späher, flieg mit dem hier oben hin. Und mit den anderen Schiffchen bleibe ich erstmal an Ort und Stelle. Ich könnte vielleicht nur erkunden, was das hier bedeutet in meinem eigenen Heimatsystem. Ich nehme die Fregatte, ziehe die hier hin. Und jetzt erlebt ihr etwas, wenn man hier landet, erstmals mit einem Schiff, egal ob Scout, Kriegsschiff oder was auch immer an einem Planeten, dann enthüllt er seine Natur. Dann zeigt er an, wie groß der ist, welches Biom der hat, wie viele Mineralien. Genauere Informationen bekommt man dadurch, dass man ihn anklickt und wieder raus. Und hier unten rechts wird immer angezeigt, was man in dieser Runde noch erledigen muss, damit man eine Runde weiterklicken kann. Hier ist das einzelne Kolonieschiff, hier klicke ich einfach mal auf eine Runde überspringen. Was jetzt noch fehlt, ist, wir können auch Forschungen betreiben und müssen das auch. Klick hierauf, ruf den Technologiebildschirm auf. Hier wird einem angezeigt, welche Technologien man in dieser Spielphase, also zu Beginn einer Partie, alle zur Auswahl hat. Ich empfehle den Klick in den Forschungsbaum, der ist übersichtlicher und der geht von links nach rechts. Das Spiel hat das Weltbild, dass man halt von einer Technologie immer zur nächsten weiterspringt, dass man immer grundlegende Technologien, die relativ preiswert sind, erforschen muss, um Fortgeschrittene dann danach auch freischalten zu können. Man hat zu Beginn immer diese hier ganz links, diese Technologie freigeschaltet und eine der vieren, die daneben stehen, welche, das hängt von der Fraktion ab. Ich gehe ganz gerne jetzt hier in die Physik zum Beispiel rein, um ein preiswertes Produktionsgebäude, eine automatisierte Fabrik freizuschalten. Die meisten Gebäude kosten Unterhalt, nämlich Credits, das steht da unter Wartung. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass einem das Gold bzw. die Credits nicht ausgehen. Links oben, da steht das Credits-Vorkommen an. Mit 50 starten wir in dieser Partie, plus 12 erwirtschaften wir im Augenblick. Wir wirtschaften Gold hauptsächlich durch Steuern. Die Steuern kann man verändern hier im Imperiumsbildschirm. Das ist ein gewisser Betrag pro Bevölkerungseinheit. Wir haben hier 6 Bürger auf Sol 2, also auf der Erde. Die produzieren 3 Energie oder 3 Credits pro Runde. Wir können zu Spielstart ruhig auf 4 raufgehen. Wenn man hier sehr, sehr hoch geht, dann werden die Leute irgendwann unzufrieden. Dann sinkt der Moralwert und das ist schlecht, weil den Einzelbürger aufhören zu arbeiten. Das sieht man hier, der Moralwert war vorher auf 100, jetzt ist er auf 95 gesunken. Hin und wieder bitte einen Blick in den Imperiumsbildschirm. Achtung, man kann die Steuern nur verändern insgesamt für das ganze Reich, also nicht für jeden Planeten einzeln. Dann gibt es hier noch einen Verschmutzungswert. Wenn man sehr, sehr viel Produktion hier hat, dann steigt die Verschmutzung allmählich an. Achtung, wenn die zu hoch wird, da gibt es in der Regel einen Warnhinweis, das kann zum Beispiel bei 60% sein, dann kann es dazu führen, dass die Atmosphäre, das Biom hier auf dem Planeten umkippt und sich dauerhaft verschlechtert. Das ist gar nicht gut. Also auch Warnhinweise achten und bisweilen vielleicht den Planeten säubern. Das kann man dadurch machen, dass man hier draufklickt und das wird einem dann hier als Option angezeigt. Atmosphäre reinigen, dann kann man das einstellen und für ein paar Runden betreiben. Dann gibt es hier diesen Verteidigungswert, das ist die Anzahl der Soldaten, die hier sind, um den Planeten zu verteidigen. Und es gibt einen Sicherheitswert, mit dem Wert schützt man sich vor feindlicher Spionage. Man kann selber Spione einsetzen, die künstliche Intelligenz, die Computergegner können das auch. Und diese Spione können beispielsweise Sabotageaktionen auf dem Planeten durchführen, geht aber zu Spielstart noch nicht. Dafür muss man erst im Technologiebildschirm zwei Technologien weiter erforscht haben, hier bis zu den Xeno-Beziehungen. Dann kann man eine Geheimdienstzentrale bauen und damit erstmals das Feature Spionage freischalten. Hier rechts oben sind viele verschiedene Bildschirme. Imperiumsbildschirm habe ich euch bereits gezeigt, in Forschungsbildschirm auch. Das ist der Diplomatie-Bildschirm. Sobald man erstmals auf eine andere Zivilisation gestoßen ist, wird die hier angezeigt und man kann dann mit der in Kontakt treten über entsprechenden Button und kann mit denen dann versuchen, Abkommen zu schließen, Handelsabkommen beispielsweise oder andere Verhandlungen führen. Dann gibt es hier oben noch Pläne. Man kann verschiedene Schiffe designen, zu Beginn doch nicht allzu viele. Man hat zu Beginn nur einen ganz kleinen Schiffstyp, der einem zur Verfügung steht. Je weiter man voranschreitet in der Technologie, desto teurere, aber auch größere und kampfstärkere Schiffe stehen einem zur Verfügung. Diese Schiffe kann man auch bearbeiten und verändern. Klick auf Bearbeiten,
Da geschieht das dann. Es gibt Kernsysteme, es gibt Spezialmodule und es gibt Waffensysteme. Und es gibt einen Wert, hier steht Rumpfkapazität, der zeigt an, wie viel Slots, wie viel Ausrüstung ein solches Schiff aufnehmen kann, bevor es so vollgestopft ist mit Ausrüstung, dass es nicht mehr weiterfliegen kann. Ein solches ganz kleines Schiff, eine Fregatte, hat 65 von diesen Ausrüstungspunkten. Hier sind wir knapp unter 60 von den 65. Vielleicht können wir noch eine weitere Waffe mitnehmen. Ich klicke mal hier auf die Laserkanone beispielsweise und klicke mal auf eine Waffe mehr und stelle fest, ja, es geht tatsächlich, und klicke auf noch eine und noch eine. Das geht jetzt nicht, aber vier können wir durchaus mitnehmen. Welche Eigenschaften die haben, wie oft die schießen können, wie viel Schaden die anreichen, welche Reichweite die haben, die verschiedenen Waffentypen, das wird jeweils da am Rande dargestellt. Mit Atomraketen kann man zum Beispiel auch über weite Entfernungen Raketen schicken auf den Gegner, die können allerdings auch abgeschossen werden. Laserkanonen haben nur eine kurze Reichweite, treffen allerdings mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und können auch nicht abgeschossen werden, die Strahlen. Bomben sind wiederum dafür geeignet, um einen Planeten, den man angreift, vielleicht erstmal zu zerstören oder halb zu zerstören, bevor man dann einen Angriff mit Truppen, mit Infanterie an Bord der Schiffe wagt. Wir bestätigen das hier, klicken auf Speichern und jetzt haben wir ein Upgrade, eine Fregatte 2 und haben damit schon einen etwas fortschrittlicheren Typ. Diese Art von Aufrüstung und Umrüstung kann man im Prinzip bei all diesen Slots machen. Man kann auch die Panzerung verändern. Später kann man auch Schilde erforschen und Schilde hier einführen und so weiter. Man kann den Antrieb verändern, dadurch schneller sich voranbewegen, mehr Bewegungspunkte erreichen für seine Schiffe und so weiter. Rechts gibt es verschiedene technische Werte. Schaut euch die mal in Ruhe an. Es gibt einen Angriffs- und einen Verteidigungswert. Das ist eine grobe Zusammenfassung von dem, was die Waffen und die Panzerungen und die Schilde an Eigenschaften dem Schiff geben. Und wieder raus. Okay, das war schon. Und das war das Schiffsdesign. Dann geht es hier auf Planeten. Das ist einfach nur eine Übersicht von allen Planeten, die einem zur Verfügung stehen, die man schon entdeckt hat. Wenn wir mehr entdecken, dann werden hier auch mehr Planeten aufgeführt werden. Dann gibt es die Flotten. Da haben wir im Augenblick noch nicht allzu viele. Wir haben 4 Flotten, weil wir unsere große Flotte in 4 Kleinstflotten unterteilt haben. Und es gibt hier noch einen Pfad zum Sieg. Das ist der Siegbildschirm. Wir haben 5 verschiedene Siegbedingungen aktiviert. Den Eroberungssieg, den es immer gibt. Dann einen Sieg auf Zeit über Punktzahl. Wer als erstes eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht hat, hat gewonnen. Denn Technologie siegt, ist ja auch erklärt. Da muss man technologisch überlegen werden. Wirtschaftssieg, Diplomatie-Sieg. Schaut euch das mal in Ruhe an. Beim Diplomatie-Sieg zum Beispiel geht es darum, so viel Bevölkerung zu haben, dass man diplomatisch einfach als Herrscher der Galaxie gilt. Wir gehen wieder raus und klicken auch schon mal auf eine Runde weiter, damit ihr in etwa seht, wie sich hier alles bewegt. Und hier wird einem wirklich wieder über die Buttons rechts unten angezeigt, woran man denken muss. Wenn man hier unten klickt auf Fliegen, dann werden alle Bewegungsbefehle, die man vorher eingestellt hat, automatisch durchgeführt. Die fliegen hier nochmal ein Stückchen weiter. Wir warten mit dem Kolonieschiff nochmal eine Runde ab und fliegen mit der Fregatte meinetwegen hier nochmal nach Sol hin und ruhen uns dann noch ein bisschen aus. Nochmal eine Runde weiter. Achtung, worauf wir auch achten müssen, es gibt ja links oben die Kommandopunkte. Man kann Flotten kosten Unterhalt, Schiffe kosten Unterhalt, eine bestimmte Anzahl von Credits pro Runde und außerdem verbrauchen sie noch Kommandopunkte. Das heißt, wir können nicht unendlich viele Schiffe bauen. Wenn wir dieses Limit überschreiten von Kommandopunkten, das uns hier vorgegeben ist, dann wird der Unterhalt besonders teuer. Das heißt, ab 15 Kommandopunkten in unserem Fall muss man Strafcredits zahlen pro Runde. Diese Kommandopunkte erhöht man dadurch, dass man zum Beispiel Sternenbasen baut auf seinem Planeten oder dadurch, dass man gewisse Technologien freischaltet und dadurch zusätzliche Kommandopunkte erhält. Das Kolonieschiff wartet nochmal eine Runde. Ich klicke nochmal auf eine Runde weiter. Wir haben eine Piratenflotte entdeckt. Die bedroht uns potenziell. Hier taucht sie auf. Wir müssen aufpassen. Unsere Späher und auch unsere Kolonieschiffe, die sind leider für den Kampf nicht geeignet. Die könnten abgeschossen werden. Mit unserem Späher hier decken wir auch auf, dass es hier zwar keinen Planeten gibt, aber einen Asteroidengürtel und hier 2 Asteroiden vorkommen. Auch die können wir ansteuern, da können wir später mit unseren Konstruktionsschiffen noch Sondersachen bauen. Das sieht so aus, wenn ihr mal reingeht in unser Startsystem, dann können wir hier in der Bauschlange auch einstellen, Weltraumfabriken, das sind diese Teile hier. Und damit kann man in der Galaxis
noch bestimmte Bauwerke errichten, sobald man die fertiggestellt hat. Man kann zum Beispiel auf diese Knotenpunkte fliegen, hierhin oder hierhin, und kann dort militärische Außenposten errichten. Gibt man ihm den Befehl bewachen, blockiert es den Eingang in dieses Sternsystem. Fremde Schiffe können dann dort nicht reinfliegen. Man kann aber auch mit diesen Schiffen beispielsweise hinfliegen, wenn er später erforscht ist, und kann komplexere Sachen bauen. Man kann Sprungtore errichten auf diesen Punkten. Hier zum Beispiel eines, und dann vielleicht ganz weit weg auf irgendeinem anderen Sternsystem, ganz weit weg am anderen Ende der Galaxie, baut man auch ein Sprungtor, und dann kann man seine Schiffe im Blitzverfahren viel, viel schneller als sonst quer durch die Galaxie schicken. Und es gibt diverse andere Sachen noch, die man mit diesen Konstruktionsschiffen machen kann. Probiert es einfach mal in Ruhe aus. Wenn Schiffe aufeinander stoßen im Kampf, dann habt ihr die Möglichkeit, Kämpfe automatisch austragen zu lassen. Dann wird das von der KI ausgetragen. Oder ihr könnt Schiffe auch manuell steuern. Das ist ein bisschen kompliziert. Probiert das mal selber aus, die verschiedenen Befehle, die es da gibt. Und sammelt mal selbst eure Erfahrungen. Zum Besiedeln eines Planeten schnappt man sich ein Kolonieschiff, zieht damit einfach auf einen fremden Planeten drauf, und dann wird der automatisch besiedelt, sofern man dann den entsprechenden Button klickt, also Kolonie bauen. Und dann steht euch eine zweite Kolonie zur Verfügung. Für das Erobern eines fremden Planeten muss man der anderen Fraktion erstmal den Krieg erklären, dann fliegt man hin. Dann muss man Transportschiffe dabei haben, auch die muss man erstmal freischalten. Das sind die einzigen Schiffe, die Soldaten befördern können. Und mit ihnen fliegt man dann hin zu dem Planeten. Man sollte die entsprechend bewachen durch richtige Flotten, schickt sie mit richtigen Kampfschiffen, schickt sie zu dem fremden Planeten hin, entleert die dann. Die Soldaten springen rauf auf das Sternsystem und kämpfen gegen die Soldaten, die den Planeten verteidigen, und gegen die Verteidigungsgebäude, die es dort gibt. Man kann Raumstationen bauen, die das eigene Sternsystem oder die einen Planeten verteidigen. Das kann der Gegner auch machen. Und kann einen sich da auch selber erwehren gegen die eigenen Angriffe. Viele, viele Möglichkeiten, die es hier gibt beim Master of Orion, alles habe ich euch nicht zeigen können. Falls ihr noch Interesse habt an mehr Detailinformationen, schaut euch entweder an die Let's Plays, die ihr auf meinem Kanal findet, ich blende mal eine Playlist ein, oder schaut euch die Tutorial-Videos an, die ich mit Unterstützung von Tepic, mit einem Moderator aus meinem Community-Forum, gemeinsam gemacht habe. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt zu Details, schaut in meinem Community-Forum vorbei, community.writingbull.de, dort gibt es ein Unterforum, speziell für Master of Orion. Viele Master of Orion-Fans sind da, stellt ihnen eure Fragen, sie helfen euch sehr, sehr gerne. Und jetzt viel Spaß mit euren eigenen Master of Orion Schlachten und Erfahrungen. Bis dann, tschüss.